Das ist ein Schieberätsel. Ja. Gibt's hier irgendwo noch einen Pegelversteller, der noch weiter runter geht? Mein Gott, das sieht nämlich nicht schön aus so bisher. Also auf jeden Fall kann man hier rein. Da haben wir schon mal Stück Nummer 3. So. Und ich wette, dieser Block ist auch... aber da komme ich nicht ran. Ich muss es doch noch irgend so ein Pegelding geben. Ich glaube, es war irgendwo da hinten. Schieberätsel, schwupp! 30 Minuten später. Ja, ausgerechnet an den Schieberätseln brauche ich ja immer am längsten. Ah, Moment, ich habe ihn gesehen. Da ist es ja. Oh, jetzt Gott sei Dank. Alles Wasser weg können, genau. Oder zumindest noch eine Pfütze noch. So, jetzt. Ah. Ich brauch doch nicht diesen Block verschieben, aber ich mach's trotzdem. Wenn der Wandsprung beim ersten Mal nicht klappt. Okay, wir haben eine Nummer 4. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Nummer 5. Und das war's. Das wird sie gewesen sein, ja. Puh. Geht's ja wieder weiter hier. Mit einem weiteren Stern. Fehlen ja nur noch 17. Oh, ich sehe zu, dass ich irgendwie erstmal weiter hochkomme. Dann müsste dieses Ding mich dann auch mal hochschleudern. Woppa! Okay, dann muss ich bei dem nächsten das auch nochmal mitmachen. So. Dann den Pegel am besten wieder erhöhen, sonst komme ich nicht an den Stern ran. Jetzt sucht ihre Schwester die Schatzkatze. Oh. Also wenn die Katze sich nicht mehr anfindet, wir haben hier noch einen Kater. Man müsste nur meiner Mitbewohnerin dann irgendwie beibringen, dass sie keinen Kater mehr hat. Oh, Stern, 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 Stern. Stern, 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 Stern. Ich hab ihn. Joa, danke, den kennen wir auch. Joa, danke, ja, den kenne ich noch. Das war doch dieser Bösewicht. So, Moment, ich mach mal Licht. Ist doch schon gleich wieder viel heller hier. So, Joa, danke. Na, wer kennt denn nicht Joa, danke? Ich weiß sogar noch, wie der wirklich hieß. So, was ist denn das nächste in dem Level hier? So, jetzt habe ich mal eine hohe Welle geschlagen. Expresslift. Was ist denn Expresslift? Schnell, schnell. Welche Zungenbrecher kannst du? Ich kann. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Was gibt's noch? Der Whisky-Mixer mixt den Whisky im Whisky-Mixer. 10 Zahme ziehen, ziehen 10 Zentner Zucker zum Zug. Wobei ich finde, das ist jetzt nicht so ein Zungenbrecher. Fängt nur alles gleich. Ist eine Alliteration. Fertig. Und das Brautkleid natürlich. Ja, Blaukraut bleibt Blau. Nochmal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. No. Ich kenne auch Lärchlächelchen und lila Flanellläppchen. Da geht's doch schmerzig. Jetzt muss ich doch mal überlegen, wie kriegt man dann diesen Expresslift nach unten? Gibt's da unten einen Schalter dafür? Vielleicht? Der muss ja irgendwo...
Also dieses Expresslifting, das ist doch das hier. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, wir müssen ja erstmal diesen Holzdings runterbekommen. Ja, muss irgendeinen Auslöser für geben. Ja. Aber wo ist dieser Auslöser? Wer denkt dich sowas aus? Das ist der Mario. Okay. Planänderung. Ich versuche hier erstmal einen anderen Stern. Ich komme wirklich nicht mehr drauf, wie das da ging mit dem. Also gerade in den letzteren Levels ist es... Gerade in den letzteren Welten ist es irgendwie so... Da habe ich fast gar keinen Plan mehr. Wobei letztere Welten, naja... Kann man auch nicht dazu sagen. Ist noch nicht also eine mehr, der letzteren. Mehr gewollt als gekonnt. Ich hab ne Idee. So komme ich ja eigentlich auch darüber. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, hier haben wir dieses Express-Ding. Das tut überhaupt nichts. Ist es vielleicht. Nein. Oh! Ah! Aha. Ha! Praktisch. Dass das so einfach war. Hätte mir auch mal noch sagen können. Warum kennt sich Red White mit Lampen aus? Naja, weil er Rot- und Weißlichtlampen... Nein, keine Ahnung. Vielleicht hat er eine Lampenfirma. Ja, Blue Corp. Wenn du an den Fall zurückdenkst, hat Red White mit irgendeiner Lampe irgendjemanden erschlagen? Nein. Hat er die Lampe an? Ein schnelles Rennen in der Stadt. Ich glaube, das ist mir neu. Aber ich weiß, wie ich in die Stadt komme. Und das ist gar nicht so schwer. Dazu muss ich mich ja nicht mal schießen lassen. Also, mit der Kanone. Mit der Honolulu-Haubitze. In Fachkreisen auch genannt. Ja. Die Glaslampe. Glaslampe, Glaslampe. Oh Gott, das ist so ewig her. Wann war das letzte Mal, wo wir überhaupt ein Ace Attorney gespielt haben? Sprich, Layton vs. Ace Attorney. Und dann sowas. Wenn ich noch an ein Spiel erinnert, was noch weiter zurückliegt, was eigentlich vor Professor Layton und das Vermächtnis von Aslan sogar noch gespielt wurde, glaube ich. Oder? Ja, nee? Mittlerweile ist Wörtermann Trump Präsident geworden. So lange ist das her. Jetzt, wo Donald Trump Präsident ist. Was? Ja, Donald Trump ist ja jetzt der Präsident, genau. Die Glasschlampe. Wer ist denn die Glasschlampe? 24 Stunden Stream? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich glaube also, nach spätestens 4 Stunden, wenn ich da die 80 Sterne noch nicht voll habe, was ziemlich wahrscheinlich ist, dann ist auch gut. Ah, hier muss ich diesen Stern holen mit Luigi. Stern in der Stadt. Der Stern in der Stadt. Ja. Und zwar muss ich dafür ganz schnell sein. So, hast aber du wo eine, war denn jetzt? Hast du eine Duschlampe? Ja, ich habe eine. Nee, Moment, ich habe keine Duschlampe, aber ich habe, naja, eine Lampe in der im Bad.
Aber hätte ich eine Duschlampe, dann würde ich sie immer anschreiben. Duschlampe, Duschlampe. Nee, Moment, genau, ich habe eine Lampe, die lasse ich immer duschen. Was sage ich dann immer? Duschlampe. So, jetzt müssen wir nur noch den Block finden. Da ist der Block. Oh, wie komme ich denn da jetzt rein? Ach so, jetzt kann ich da nicht mehr... Moment. Aber diesen Block brauche ich, damit ich... Entschuldigung, danke. Okay, ich hab die ganze Lage unter Kontrolle, würde ich meinen. Bin mir aber nicht sicher dabei. Hier ist ein Übersichtsplan. Ja, der ist auf dem unteren Bildschirm. So. Dann wollen wir gleich mal in die Richtung springen. So. Ne, Moment, das ist da. Ach, dann ist außerhalb bestimmt noch irgendwo ein Block. Aber wo? Ah, da. Okay, ich habe die Lage voll unter Kontrolle. In der Tat. In der Tat, ja. Ja, ein Hase nimmt man auch Masterlampe. Oh. Möchtest du das wirklich so nennen? Was? Er möchte Masterlampe genannt werden. Leistermampe. Okay. Leistermampe. So, ich habe mal die Abkürzung hier genommen. Opa. Ach, ich mach gleich Wandsprünge, es geht schneller. So, und... Ach so, okay. Ach, die gehen nicht. Mit Louis. Looping Louis. Louis G, das ist der Kumpel von Ali G. Oder der Bruder. Laborchef Dr. Klenk. Wer kennt die nicht? Ich wünschte. Ich wünschte ich. Ein Stern ist da noch. Wenn, dann will ich es auch ganz fertig machen, weil das so ein doofes Level ist. So eine doofe. Ja, das Hasenthema hatten wir vorhin schon mal. Hasen? Ja. Ob ich Hasen mag? Nasse mit Silbersterne. Oh. Ich zeig dir den richtigen Hasen. Ja, stimmt. Ich finde Hasen. Hasig. Lecker. Ja, das auch. Ich mag Hasen. Schmecken so gut mit Soße. Nein, ja, Hasen. Ich meine, ich hatte auch mein Zwergkaninchen. Zählt nicht ganz als Hase. Ist ein Kaninchen. Genau. Dann hat es auch noch Zwerg im Namen. Aber ja, es ist. Hasen sind. Finde ich gut. Ich bin für Hasen. Ich bin pro Hase. Pro Hase, ja. Auch wenn man da gar kein Wortspiel draus machen kann. Ups. So. Was hat man eigentlich? Zwergkaninchen auf Englisch? Dwarf Bunny. Das möchte ich noch bezweifeln, bevor ich das wirklich irgendwo lese. Ich glaube nicht. Was denn jetzt? Oh, ich sehe kaum was. Okay, hier muss doch irgendwo noch ein Silberstern sein in der Nähe. Ah, da unten drunter, wusste ich's doch. Da versteckt er sich. So, und da ist jetzt außen noch irgendwo einer, und zwar ist der wahrscheinlich da unten in einem dieser da halt. Wie findest du Edna bricht aus? Edna bricht aus und Harveys neue Augen habe ich beide nicht gespielt. Ich habe nur davon gehört und die sollen gut sein. Nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Tipps kriege, was ich als nächstes Let's Playen könnte, und irgendwann habe ich so eine Liste, die geht von hier bis nach Timbuktu. Dwarf Rabbit. Ah. Der habe ich doch gesagt vorhin. Ja. Ja, ja, erstmal ist da eh Superman 64 dran, wohl. Oh. Hört auf. Hört alle auf. Ich will euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören. Nee.
mir fehlt jetzt gerade nur noch ein Stern, wie ich gesehen habe. Dann kriege ich einen Stern. Shitern. Ein Shitern. Oh, wenn ich das noch schaffen würde, innerhalb von einer Stunde 15 Sterne. Das wird nie was. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob der eine graue Stern da überhaupt, der Silberstern da überhaupt ist.